So. Hallo YouTube, wir sind hier gerade auf Twitch unterwegs. Ich bin gerade live und wir haben uns spontan dazu entschlossen, mein allererstes Gebäude mein allererstes Gebäude uns anzugucken, was ich in der Galerie habe, also das älteste. Und ja, ich habe das selber seit Jahren nicht mehr reingeguckt und heute schauen wir uns das mal an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, Leute. Das ist das gute Stück. Ich habe das damals für meinen Spielstand gebaut, weil der Sohn... Oh Gott, guckt euch das an! Hier fehlt ein Kästchen an Wand! Da fehlt ein Kästchen an Wand, Leute! Warum habe ich das gemacht? Und warum hängt da ein Buch nach außen? Warum habe ich da ein Buch nach außen gehangen? Hier ist irgendwie so eine Kante drinne. Das macht auch absolut gar keinen Sinn. Hier ist nicht mal Boden. Ich meine, ich fand Pflanzen da wahrscheinlich auch schon ziemlich nice. Aber guckt euch das an. Kein Terraforming, kein gar nichts. Große Fensterfronten habe ich geliebt. Hier... Da fehlt Tapete, Leute. Da fehlt Tapete! Oh Gott. Da fehlt einfach Tapete. Hier sieht man schon von innen das so ein bisschen. Ach du grüne Neune. Aber das mache ich heute auch noch gerne. So am Rand. Wenn ich so ein bisschen was kaschieren möchte, dann packe ich da Büsche hin. Was ist los, Paula? Was schreist du mich an? Was schreist du mich an, du? Wollen wir reingucken? Das ist das Obergeschoss. War das ein Keller? Nee, das hat keinen Keller. Es ist riesengroß und Leute, ich war so stolz darauf. Damals, also das ist von... Soll ich mal gucken, wann ich das hochgeladen habe? Katalog anzeigen. Nochmal ganz runter scrollen. 23.07.2018. Das ist jetzt fast 19, 20, 21. 3 Jahre her. 3 Jahre. Ja, das ist sehr unique. Sumsi, hi. Hi, wir schauen uns gerade etwas an, was ich 2018 gebaut habe. Oh mein Gott. Also für euch, liebe YouTube-Zuschauer, wenn ich hier irgendwie Selbstgespräche führe, ich rede mit dem Twitch-Chat. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja. Ach, dieses Schild ist so... Hallo, ich bin an der Tierklinik. Hallo. Oh. Man kommt hier rein. Und habe ich das einfach auf den Boden gestellt? Ich meine, hier sind die Lichtverhältnisse irgendwie komplett anders. Hier hat man so einen kleinen Wartebereich. Huch. Sumsi, danke schön für 100 Bits. Muah. Danke, danke, danke. Ja, habe hier so kleine Bettchen noch hingepackt und Fressnäpfe und leere Verkaufskühlschränke. Super. Toiletten. In den Toiletten drin sind die Katzenklos, weil jeder weiß, dass Katzen Türen öffnen können. Ohne Witz, mein Kater kann Türen öffnen. Nicht du, Bay, mach die Augen zu. Schlaf weiter. Lucifer kann die Türen öffnen. Und ja, wow. Das sieht auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso aus. Ja. Oh mein Gott, ich habe das so klischeehaft gemacht. Hier sind pinke Handtücher drin und hier sind blaue Handtücher drin. Das habe ich nicht ernsthaft gemacht. Oh mein Gott, zum Glück mache ich sowas heute nicht mehr. Oh. Dann ein Brunnen mitten im Gang. Also das mit dem Pfötchen finde ich ganz süß, dass ich das gemacht habe, dass man so da die Wege sieht, wo man lang muss. Aber guckt euch mal an, wie groß das einfach ist. Ich habe zwei... Wobei, das sind verschiedene Muster. Okay, hier ist ein Bettchen drin. Also ein bisschen dekoriert habe ich. Ein bisschen. Also ich muss sagen, ich habe es mir jetzt auch schlimmer vorgestellt. Aber so wirklich hübsch ist es nicht. Ich meine, guckt euch das an. Hier sind... Die Gardinen gehen da durch. Die Gardinen gehen durch die Schränke. Statt dass ich gesagt habe, ich mache das hier alles ein bisschen höher, dass man das nicht mehr sieht, dass man das so ein bisschen kaschieren kann. Nein!
Das muss so bleiben. Das sieht cool aus. Ohne Debug. Ja, komplett ohne Debug. Also ich habe hier schon so ein bisschen Sachen schief hingestellt, sehe ich. Das ist auch ein bisschen schief. Aber mehr habe ich halt auch nicht gemacht. Das Ding sieht genau gleich aus. Tatsache, es sieht einfach komplett gleich aus. Nicht, dass ich mal irgendwie so ein bisschen Variation reingebracht habe. Das ist genau der gleiche Raum, nur gespiegelt. Wenn ich das schon sehe, ne? So baue ich heute nicht mehr. Ja, das ist so ungewohnt. Ohne Debug, ohne alles. Ich meine, hier habe ich nicht mal Fundament farbig gemacht. Das hätte schwarz sein können. Und hier Bücherregale ganz oben, dass man erstmal eine Leiter holen muss, dass man da dran kommt. Und an den Fenstern. Oh, ich muss aufstoßen. Es tut mir so leid. Das finde ich eigentlich ganz süß, so eine Katzenstation, dass sie sich da so ein bisschen hinkuscheln können oder so. Aber was habe ich mir denn bei dieser Treppe gedacht? Vor allem, oh, ich weiß nicht, was ich dahinter mache. Ich stelle da einfach mal ein paar Pflanzen hin. Hä? Hä? Und hier einen riesigen Flurbereich? Warum? Vor allem dieser random Elefant da draußen. Warum steht hier ein random Elefant? Aber das mit den Pflanzen? Ein Brunnen im Innenbereich. Okay, mit ganz vielen identischen Pflanzen drumherum und 80 Meter weiter entfernt sind zwei Bänke. Statt die irgendwie hier mal so dran zu stellen, dass es so ein bisschen kuscheliger ist. Nein, die sind hier schön weit, weil die Sims müssen ja bloß drankommen können. Ah... Ja, auch super viel Platz dazwischen. Die Dinger gehören eigentlich nach draußen. Die Ecke finde ich eigentlich ganz cool. Die finde ich nicht schlecht. Hier muss ich auch so, was soll ich denn da hinmachen? Ein Regal, wo nichts draufsteht. Wo nichts draufsteht, was sowieso viel zu hoch hängt. Das müsste ein bisschen niedriger sein. Und ein random Sofa. Klar, beim Röntgen auch erstmal Pause machen, Nickerchen machen. Smoothie trinken, klar. Warum nicht? Und überall die gleichen Sachen habe ich verwendet. Hier auch. Oh, dieser Zukunftswürfel. Den habe ich doch nicht ehrlich dahingesetzt. Na gut, ich muss sagen, das war halt doch vor den Zukunftswürfel-Bug. Mit den ganzen Tonklumpen. Und in keiner Tierklinik darf so ein bisschen romantische Aura fehlen. Deswegen gibt es dann Rosenstrauß. Aber so diese Nische mit dem Röntgen finde ich nicht schlecht. Dann habe ich hier... Oh mein Gott, noch ein riesiges Zimmer, einen riesigen Behandlungsraum mit Büchern und Klamotten? Warum habe ich da Klamotten reingestellt? Und wieder für die romantische Aura hier. Und Obst. Und Obst. Flirten mit dem Tierarzt. Genau. Genau so muss das sein. Genau so. Paul Minecraft. Dankeschön für dein Follow. Hi. Die Pflanzen finde ich auch immer noch geil. Sternenblüten, die finde ich so schön. Die sehen so elegant aus, so vornehm. Die benutze ich immer noch sehr gerne, wobei ich mittlerweile sehr selten benutze. Aber ich finde die schön. Sumsi, danke schön für dein verstecktes Sub. Drück dich. Danke, 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 danke. Oh, und Loya schon 6 Monate. Krass. Danke, danke. Wir haben frisches Obst im Haus. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt Tabi jetzt nicht schlürfen gehört, weil die hat jetzt wahrscheinlich ihren Kakaorest mit dem Strohhalm getrunken. Aber diese random Regale, die passen weder farblich zueinander. Warum ist diese Lampe hier so in der Ecke? Die wäre hier viel besser aufgehoben gewesen, dass das alles gleichmäßig beleuchtet ist. Und statt dass man das irgendwie so ein bisschen stückelt wenigstens, dass man das hier so aneinander stellt und das hier hin und dann vielleicht da noch eine Pflanze oder sowas. Nein. Warum? Und was hat ein Astronaut mit dem Tierarzt zu tun? Wegen dem Astronauten-Bunny? Ich check das nicht. Ich check das nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Und das Büro. Hier sollte dann das Büro von meinem Sim sein. Übrigens von
Diego Barontini, der sollte das hier leiten. So alt ist Diego schon, ja. Da war er aber noch ein Kind, als ich das gebaut habe. Und er sollte das halt später irgendwann übernehmen und kaufen. Wie teuer ist das eigentlich? 179.000. Das geht noch. Für die Größe ein Schnapper, oder? Diese Lampen, diese Pflanzen waren auch mein Highlight. Ich muss sagen, ich hatte da auch noch nicht so viele Packs. Ich glaube, ich hatte nur das Basisspiel und Hunde und Katzen. Ich glaube, so viel mehr hatte ich da auch noch nicht, aber das sieht trotzdem komisch aus. Ich meine, was ist, habe ich mir beim Teppich gedacht, dass das irgendwie ein bisschen mittiger ist, wäre cooler. Aber warum ist das so? Dann diese Pinnwand, die viel zu hoch hängt, die sowieso eher kindlich aussieht. Und dann diese random Kerzen. Ich weiß nicht, Leute, das sieht doch komisch aus. Ja, das ist mein erstes Gebäude mit random Elefant. Wow, ich habe mir Mühe gegeben. Ich war super, super stolz darauf, als ich das gebaut habe. Und ja. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, schreibt mir gerne mal euer Feedback zu dieser wunderschönen Tierklinik in die Kommentare. Denkt dran, es war 2018, seid gnädig zu mir. Und wünsche euch dann noch ganz viel Spaß, einen wunderschönen Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!